willkommen am Kanal von Astromonie. Wir machen weiter mit der Reihe der Sonnenzeichen und heute geht es um die Sonne in Waage, Skorpion, Schütze. Also Sternzeichen, Waage, Skorpion, Schütze. Zur Wiederholung, die Zeichen, die Tierkreiszeichen geben das Wie an für den jeweiligen Horoskopfaktor für die Sonne. Das Haus, das Wo. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Sonne in der Waage, dann bekommen wir eine Karte aus den Symbolonkarten, die nennt sich die Hochzeit oder die Hochzeit. Und das ist das Thema der Waage. Ich sage salopp ganz gern, Wagen sind Beziehungsmenschen. Es gibt natürlich Ausnahmen, weil es eben Hauskonstellationen oder andere Betonungen gibt, bei denen das komplett anders gelagert ist. Grundsätzlich geht das Thema Waage über Beziehung, Kontakt und Sonne in der Waage heißt, stell dich beziehungsmäßig dar, stell dich miteinander dar. Salopp gesprochen, Wagen haben entweder einen Partner oder einen Dalmatiner. Sind auch Menschen, die von ihrem Naturell gut in Kontakt kommen. Das ist der Auftrag für Waage Sternzeichen. Sei ein Wir. Stell dich über Wir dar. Stell dich gemeinsam dar. Wege ab. Sei ausgleichend. Nicht ausgeglichen, ausgleichend. Stell den Ausgleich her. Such das Miteinander. Such die Diplomatie und den Frieden. Es sei denn, du wirst angegriffen, dann können Wagen auch sehr unangenehm werden als Rückschläger. Weil da hatte der andere begonnen. Und diese Konstellation zeigt auch häufig ein Thema im Bereich Waage, dass es für Wagen natürlich auch dann schwierig macht, allein zu sein. Weil ich brauche einen anderen. Entweder ich will im Gemeinsamen, im Wir sein, ich will hier im Geist sein, Waage ist das kardinale Luftzeichen, ich will im Philosophischen sein, im geistigen Austausch, im Miteinander, in der Ausgewogenheit, oder ich brauche einen anderen. Bitte mach du mein Leben schön. Wir merken, dieses Thema wird auch suggeriert, von all diesen Beziehungsplattformen, Partnerschaftsvermittlungsanbietern, mit dem richtigen Du wird mein Leben schön. Das ist aber aus der Astrologie gesprochen die Schattenseite von Sonne Waage, denn diese Aussage sagt, du bist der Motor meines Lebens. Du bist der Antrieb, du bist das Herz. Was im Umkehrschluss heißt, wenn du jetzt mich verlässt, weggehst oder dich anderen Themen, Interessen, was auch immer zuwendest, Gottes Willen. Ein zweites Thema, das für das Thema Waage sehr spannend werden kann, ist das Thema Entscheidungen. Ihr erinnert euch, Entscheidung heißt ja auch das Schwert aus der Scheide ziehen und das ist unser Thema beim Witter gewesen. Deswegen sage ich immer, Wagen entscheiden, indem sie bei Themen mehrere Menschen fragen oder auch im Internet recherchieren, die sie für kompetent halten und dann den Querschnitt bilden. Und Wagen lade ich auch immer ein, sich Zeit zu nehmen, denn Wagen, abwägen, bedeutet eben, ich muss darüber schlafen, muss mir klar werden, muss überlegen, kann seine Zeit brauchen. Und Sonne, haben wir immer gesagt, ist ja auch der Vater oder die Wahrnehmung des Vaters. Und das bedeutet natürlich auch im Guten ein Vater fast auf einer partnerschaftlichen, beziehungsmäßigen, kognitiven Vernunftsebene, mit der man philosophieren kann, sich mit schönen Dingen beschäftigen kann, geistig austauschen kann, mit dem auch eine ausgewogene Umgangsweise möglich ist. Im Negativen natürlich der Partner als Vater oder der Vater als Partner kann für alle, die
dann Beziehungsthemen haben im Leben interessant sein, sich das mal anzuschauen. Und zugleich häufig auch der unentschlossene Vater, weil dieses Entscheidungsthema sich dann ins Vaterthema rüberziehen kann. Oder natürlich ein Partner, Vater, also ein Vater, mit dem ich sehr gut kommuniziere, mich austauschen kann, oder eben ein Vater, der mit allen kommuniziert hat, mit allen in Beziehung war, außer mit der eigenen Familie oder den Kindern. Also hier wieder Plus, Minus, immer abwägen. Es ist nie nur schwarz und weiß, es sind sehr viele Töne dazwischen. Nach der Waage im Herbst kommt dann das Thema Skorpion. Und das Thema Skorpion wird nicht gekennzeichnet mehr durch zwei Menschen, die sich wie bei der Waage in die Augen schauen und ihre Hochzeit feiern, sondern durch einen Menschen, einen Magier, der hier eben etwas Perfektes schaffen will, den Homunculus. Man kann dabei natürlich auch an Frankenstein denken. Wenn man moderner ist, an diverse Therapien oder Forschungen, wo versucht wird, von Menschen in Urinformation des Lebens einzugreifen, weil ich will ja das Leben, den Menschen nach meinem Bild erschaffen, meinem Bild des Forschers, das ich habe und so weiter. Und dieses Thema Bild, Vorstellung ist immer sehr wichtig beim Skorpion. Skorpion Sonne heißt, sei perfekt. Verhalte dich perfekt. Perfekt im Sinne deiner Vorstellungen. Das heißt jetzt nicht im Sinn von moralischen Vorgaben oder Anstandsregeln oder was auch immer. Das heißt einfach meine Vorstellungen. Ich sage immer, Skorpione sind gute Freunde und treue Feinde, weil es geht hier auch um das Thema Verbindlichkeit. Ich habe eine Vorstellung, wie ich zu sein habe, wie mein Leben zu sein hat, und dem versuche ich alles andere unterzuordnen. Ihr merkt schon, sehr, sehr gut, wenn ich natürlich etwas erreichen will, das Thema Mentaltraining, Mentalarbeit ist sehr nahe hier, weil ich mit meiner geistigen Vorstellungskraft das Leben erschaffe. Die Schattenseite natürlich hier. Ich sperre mich ein. Ich bin ja selbst gefangen, denn der Magier hier, der scheinbar frei aussieht, ist ja genauso gefangen. Einerseits im Schutzkreis, wie er hier dargestellt ist, und andererseits dadurch, dass er sich ja um den Homunculus, um das Wesen oder das Leben, das er schaffen will, kümmern muss. Er muss ja dafür da sein, er muss Energie investieren. Also man hört im Hintergrund schon das Thema Abhängigkeit. Das Thema Abhängigkeit von Menschen, vielmehr aber von Ideen. Und natürlich, wenn es die Idee ist, andere sind zuständig für mein Wohlbefinden, für meinen Erfolg, für was auch immer, dann ist es auch Abhängigkeit von Menschen. Also die Stärke, eine hohe geistig-emotionale Energie, um Vorstellungen umzusetzen, die Schwäche, das unbedingte bis zum Untergang festhalten an eben diesen Vorstellungen und nicht erkennen wollen, wann sich auch die Voraussetzungen geändert haben. Skorpion heißt, ich habe eine Vorstellung, verfolge die im schlimmsten Fall wirklich bis zum Untergang oder bis zum persönlichen, menschlichen, gesundheitlichen Zusammenbruch. Und habe dann natürlich noch das Gefühl, gescheitert zu sein. Wo angesagt wäre, zu hinterfragen, waren die Voraussetzungen noch da? War vielleicht das Ziel von vornherein zu hoch, zu weit, zu groß gesteckt? Das ist die Wichtigkeit, die Skorpion-Themen haben. Und das führt uns natürlich auch zum Vaterbild. Meine Aussage hier ist immer wieder, es ist eine starke, intensive, nicht immer eine gute Beziehung zum Vater, also im Idealfall wirklich Vater und Kind wie Pech und Schwefel. Zusammen gehen wir durch dick und dünn, kann es natürlich manchmal dann schwierig machen fürs Kind, sich anderen Menschen zuzuwenden,
Freunden, Partnern, andere Menschen engen sich zu lassen, weil es dann manchmal als Verrat am Vater empfunden wird. Zugleich kann es ja eine wunderbare, intensive Unterstützung vom Vater für das Kind geben, für die Familie geben, wenn eben die Familie, wenn das Kind in dieses Bild des Vaters reinpasst, das Bild vom idealen Leben, was wir schon besprochen haben. Im Negativen natürlich ein Vater, der in seinen eigenen Vorstellungswelten so gefangen war, dass kaum Raum war für Kinder, Familie, weil die eigenen Ideen so wichtig waren. Es ist so ein Reinkippen ins eigene Ideengebäude, in die eigene Vorstellungswelt. Und da bleibt dann manchmal wenig Raum für anderes und andere. Der dritte im Bunde unserer heutigen Beschreibung ist Schütze. Sonne im Schützen, Sternzeichen Schütze, die Vorweihnachtszeit, die Adventzeit. Hier dargestellt das Füllhorn. Also im Schönen hier dargestellt natürlich das Vertrauen ins Leben. Im Negativen die Haltung, Gott ist meine rechte Hand. Oder anders ausgedrückt, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ich hab's dir gesagt, aber ich hab's dir gesagt, wie das ausgehen wird. Also man schwankt zwischen vertrauensvollen, inspirierenden Mentorentypen und besserwisserischen Klugmenschen. Ja? Das ist so ein breites Band. Zusätzlich natürlich das Schützethema, das Thema Reisen im Außen, im Innen, also entweder in der Seele, in der Philosophie oder wirklich räumlich. Und die Schattenseite, das Übermaß. Jupiter, auch der größte Planet in unserem Sonnensystem, auch dieses immer größer werden, immer aufgeblasener werden. Die Aufgeblasenheit, die Selbstgefälligkeit, die, ich weiß es ja, mein Gott, gehört hierher im Scherz, den ich manchmal mache, sage ich, Schützen brauchen keine Gesprächspartner, Schützen brauchen Jünger. Und das ist eine Thematik, wo man auch sehr viel zu tun hat mit dem Thema Vertrauen. Eben dieses Vertrauen, das hier dargestellt ist, zu entwickeln, aber auch ein Vertrauen in Sinn des Lebens. Denn der Schütze ist ja trotz allem ein Feuerzeichen, also ein gestalterisches Zeichen, ist aber schon nahe am letzten Viertel des Tierkreises, wo eben der Steinbock dann kommt. Und hier geht es darum, auch ein Vertrauen darin zu entwickeln, dass das Leben einen Sinn auch hat. Auch wenn ich ihm jetzt nicht den Sinn abringe oder meinen Stempel aufdrücke. Und es ist ja auch diese Sinnsuche, die immer wieder hier bestimmt, die wie gesagt im Oberflächlichen dann gehen kann ins einfach Völlerei, üppige, ausufernde. Beim Vater hier natürlich der inspirierende Philosoph, der fördert, der Entwicklungen voraussieht und zugleich dem Kind die eigenen Erfahrungen machen lässt im Rahmen. Und im Negativen natürlich der selbstgefällige Klugsprecher, der meistens ungefragt seine Ratschläge vom Stapel lässt mit ich hätte das so und so gemacht oder ich würde das so und so machen. Und ein bisschen herablassend wirken kann. Das sind so die Möglichkeiten, die im Rahmen hier sind vom Therapeuten, der sehr viel Inspiration geben kann, bis hin zum selbstgefälligen Besserwisser ist relativ viel Spielraum. Und zugleich auch eine schöne Thematik, die wir haben, dass ihr gemerkt habt, Sonne Waage Beziehung, Sonne Skorpion
die Vorstellungen und so eine Schütze dann auch ein bisschen ein Vertrauen entwickeln in höhere, größere Zusammenhänge. Und das ist auch so ein schöner Dreiklang, der uns dann führt zum nächsten Video, das wir haben, wo es eben dann geht um Sonne, Steinbock, Wassermann und Fische. Vielen Dank, ich freue mich auf Rückmeldungen. Alles Liebe, ciao!